Ja, hallo liebe Filmfreaks auf YouTube und willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Und ihr seht es, ich habe die Avengers Blu-ray hier, die ich euch zeigen möchte. Es handelt sich hierbei um die Steelbook-Variante und anders als die reguläre Blu-ray sieht man hier vorne auch schon, dass man eben nicht die Avengers sieht, sondern eben nur einfach das schlichte Logo. So sieht das aus. Und ja, hier unten sieht man auch schon etwas über den Inhalt. Da wird versprochen, dass eine Standard-Blu-ray drin ist, die 3D-Blu-ray und eine Bonus-Disc. Dann haben wir hier das FSK 12-Logo. Und hier sieht man, wie das Ganze von der Rückseite aussieht. Hier sieht man dann eben auch das Superhelden-Team einmal. Dann ist hier irgendein Sticker, ein paar technische Details. Hier wird auf den Inhalt eingegangen. In der Disc 1 die normale Blu-ray, der Hauptfilm plus Extras. Eigentlich ja, vier Features sieht man hier. Disc 2 ein Dokumentarfilm, also wahrscheinlich fällt etwas länger aus. Ja, und eben die 3D Blu-ray. Soweit also. Dann werde ich das Ganze mal auspacken. Ja, ich versuche das logischerweise aus eigenem Interesse ein wenig vorsichtiger zu machen. So, jetzt habe ich die Blu-ray einmal ausgepackt und versuche das mal ein wenig zu zeigen. Das ist so leicht geprägt, dieses Avenger-Logo. Ja, dann ist hier so eine Art Pappcover noch drum, was man abmachen kann. Und somit ist man auch das lästige FSK-Logo los. Und ja, fühlt sich natürlich hochwertig an, ist ja auch ganz klar. Hier an der Seite, ganz schmal, sind auch nochmal alle Superhelden einzeln abgebildet. Plus deren Gegner. So, dann mache ich das auf und als erstes kommt hier jede Menge Papier zum Vorschein. Hier Marvel's The Avengers Alliance. Es ist irgendwie ein Werbung für ein Facebook-Spiel, glaube ich. Dann Werbung für einen Rasierer. Aber nicht irgendein Rasierer, sondern es ist der Hero Shaver, das Powerpaket für Superhelden. Ganz klar, werde ich mir auf jeden Fall holen, ganz klar. Dann haben wir hier Disney's Movies and More, so ein Aktionscode. Ja, und hier sieht man die einzelnen Blu-rays, die blue sind, kann man sagen. Aber ansonsten wirklich total schlicht, kein Bild, kein Logo. Ja, wirklich sehr schlicht gehalten. Und das ist hier so eingesteckt einfach. Gut, das hätte man eigentlich noch ein wenig besser machen können, aber es ist soweit ganz zweckmäßig insgesamt. Ja, insgesamt bin ich eigentlich zufrieden. Es ist ein recht schönes Steelbook. Kann ich sagen. Soweit also mein Unboxing zur Blu-ray und 3D Blu-ray Steelbook Box von Marvel's The Avengers. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.